Deutschlands Amateurkeeper fliegen in den Frühling. Das sind die Zopp-Paraden des Monats März. Die 1. Maximilian Kronschnabel vom SV Sulzemoos aus der Bezirksliga Oberbayern rettet das fast schon sicher geglaubte Zor mit einem Hauch von Slapstick. Ein klasse Reflex mit vollem Einsatz. Für die Parade Nummer 2 geht's hoch in den Norden. Hier zeigt Christian Grune von Hamburgs Meister und Pokalsieger TuS Dassendorf seine ganze Klasse. Die Parade Nummer 3 ist eine blitzschnelle Reaktion von Sadra Sememi, dem Schlussmann des FV Bad Vilbel, bei der 1:2 Niederlage gegen Rot-Weiß Hadamar in der Hessenliga. Die 4 ist an Beweglichkeit und Reaktionsvermögen wohl kaum zu überbieten. Thorsten Lechner von der SG Oberliederbach bringt die Gegner vom VfB Unterliederbach zum Verzweifeln. Dieser Einsatz wird belohnt, der Endstand in der Gruppenliga Wiesbaden heißt 3:2. Und Parade Nummer 5. Sandro Kerber von der U17 von Kickers Offenbach ist gleich doppelt zur Stelle und rettet seiner Mannschaft damit das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt seid ihr dran, stimmt ab für euren Favoriten.